Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Frau Dörner, ich habe gemeint, so von der moralischen Palme aus hat man mehr Überblick. Ich kann das bei Ihnen nicht konstatieren. Sie haben über Sorgen und Nöten theoretisch gesprochen, haben aber dann Dinge angeführt, von denen ich nicht glaube, dass es die Menschen umtreibt in unserem Land. Ich glaube nicht, dass die warten auf mehr Werbung für Abtreibung. Ich glaube auch nicht, dass sie hoffen auf theoretische Debatten über Bürgerversicherung, sondern die erwarten sich, meine Damen und Herren, konkrete Gesundheitspolitik, zum Beispiel bei der Versorgung des ländlichen Raums oder bei der Pflege. Und das ist das, was der Minister Ihnen vorhin vorgestellt hat. Hätten Sie es zugehört, hätten Sie es mitbekommen. Und das ist auch das, worüber ich reden will. Aber nicht ohne auch auf das hinzuweisen, was wir in der letzten Legislatur gemacht haben, wie wir die Pflege gestärkt haben, was wir im Bereich der Krankenhausstruktur gemacht haben, Hospiz- und Palliativversorgung, Hygiene im Krankenhaus, all die Dinge, die wir gemeinsam miteinander beschlossen haben. Und gestatten Sie mir an der Stelle, dass ich den Glückwunsch an den neuen Minister verbinde mit einem Dank an Hermann Gröhe, seinen Vorgänger. Nun ist das Thema ländlicher Raum in der Tat ein kompliziertes, weil wir hier eine ganze Menge an Verwerfungen spüren, die sich nicht so einfach auflösen lassen. Wir haben viele Ansätze, bessere Kooperation der Akteure, Aufwertung nichtärztlicher Gesundheitsberufe, Telemedizin, finanzielle Anreize, all die Themen, die da wichtig sind. Aber entscheidend, meine Damen und Herren, wird es am Schluss sein, Ärztinnen und Ärzte dazu zu motivieren, sich im ländlichen Bereich niederzulassen. Und es geht nur, meine Damen und Herren, wenn wir hier Flexibilität schaffen, wenn das Niederlassen im ländlichen Bereich am Ende nicht eine Lebensentscheidung von Anfang an ist, wenn die Menschen, auch die Ärzte auch die Chance haben, sich das mal anzuschauen und zu überlegen, macht es denn Sinn? Ich merke, dass das derzeitige Zulassungssystem ein Hemmnis an der Stelle darstellt. Die Bedarfsplanung in ihrer Abstraktheit, in ihrer Weite eher ein Nachteil darstellt. Und ich war bei denen, die im Rahmen der Koalitionsverhandlungen dafür gesorgt haben, dass wir klar festgelegt haben, auch das wollen wir reformieren. Es wird in der Zukunft keine Zulassungssperren für Niederlassungen von Ärztinnen und Ärzten im ländlichen oder in strukturschwachen Bereichen geben. Das ist ganz entscheidend. Dass sie sich frei zulassen können an der Stelle, ist deshalb wichtig, weil wir natürlich Gott sei Dank beispielsweise eine Menge an älteren Ärzten haben, die es weiter praktizieren und natürlich trotzdem gleichzeitig altersbedingt den Durchsatz an Patienten reduzieren und weil vielleicht auch irgendwann mal der Punkt kommt, wo es dann nicht mehr geht und dann soll plötzlich wieder Deus ex machina ein junger, frischer Arzt in der Nähe sein, der sich vorher hat nicht niederlassen dürfen. Ich habe bei mir im Wahlkreis Situationen, wo zwei jungen Fachärztinnen eine zusätzliche Zulassung versagt wird. Die haben nur eine zusätzliche Zulassung versagt wird mit dem Hinweis, dass es 30 Kilometer weiter noch einen Arzt gleicher Fachrichtung gibt, der noch ein leeres Wartezimmer hat. Ja, meine Damen und Herren, das werden auch die Patienten entscheiden am Schluss, wo sie hingehen wollen. Und deshalb gehöre ich zu denen, die sagen, wir werden an der Stelle Entscheidendes dafür tun, dass wir wegkommen von dieser planerischen, wie soll man sagen, Planwirtschaft, ja, hin zu einer Niederlassungsfreiheit, gerade im ländlichen Bereich. Ich halte das für ganz entscheidend. Ich will Ihnen auch sagen, weil die Kollegin von der FDP vorhin so leidenschaftlich das Thema angesprochen hat mit den Apotheken. Ja, mit Verlaub, wenn Sie anschauen wollen, was der Onlinehandel mit dem Einzelhandel gemacht hat, und dann daraus ihre Schlüsse ziehen, dann werden sie zum Ergebnis kommen, dass wenn wir hier nicht eingreifen an der Stelle, dass wir am Schluss in richtige Schwierigkeiten kommen werden mit der Apothekenstruktur. Und wenn sie Ihnen nicht gefällt, sage ich Ihnen an der Stelle auch noch mal ganz klar, Sie haben die Chance gehabt, mitzugestalten in einer Regierung. Die haben Sie einfach so mal des Effekts wegen beiseite geschoben. Das ist jetzt der Nachteil, dass Sie jetzt in der Opposition nur schimpfen können an der Stelle. Was nun das Thema Pflege angeht, so glaube ich, dass das, was Karl Lauterbach vorhin angesprochen hat,
ein zentrales Thema ist. Es geht nicht nur um 8.000 Stellen einfach mal so und deren Bezahlung, sondern, meine Damen und Herren, wir wollen hier strukturell ganz maßgeblich etwas ändern. Wir wollen klarstellen, Pflege ist durchfinanziert. Das geht über die Vollfinanzierung der Tarifsteigerung beispielsweise. Es geht auch dadurch, dass wir Sorge tragen, dass Tariflöhne insgesamt bezahlt werden. Aber es geht auch über dieses besagte, über die besagte Reform des DRG-Systems. Und da haben wir uns sehr präzise festgelegt. Wir werden das krankenhausindividuelle Budget für die Pflege herausrechnen aus den DRGs. Denn wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann werden Sie merken, dass die Zahl der Krankenhausfälle angestiegen ist in den letzten Jahren, aber die Zahl der Pflegekräfte gleich geblieben ist. Und es geht eben nicht nur um die Bezahlung, meine Damen und Herren, sondern es geht auch um die Arbeitsbedingungen, die zu Recht von den Pflegerinnen und Pflegern momentan beklagt wird. Und deshalb werden wir an der Stelle etwas ganz Maßgebliches ändern. Das ist im Duktus dessen, was wir in der letzten Legislatur beschlossen haben, nämlich einen Pflegezuschlag, damals 500 Millionen, in Zukunft 830 Millionen Euro, die verteilt werden auf die jeweiligen Pflegebudgets, was dann deutlich macht, dass es eben keinen Sinn macht, meine Damen und Herren, eben gerade in der Pflege Geld zu sparen. Pflege muss uns was wert sein, Pflege muss durchfinanziert sein und es macht einen Sinn, das genau auf diesem Wege zu tun, wie wir es präzise in diesem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Deshalb muss ein Pflegepaket auch genau diesen Punkt in diesem Umfang berücksichtigen. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD ist Dr. Robby Schlund. Ja.